wir sind in Nordrhein-Westfalen oder beziehungsweise in Deutschland insgesamt ja auf einem ganz tollen Weg in der Landwirtschaft, weil wir eben konventionelle und landwirtschaftliche, biologisch wirtschaftende Betriebe nebeneinander haben. Die Familie Zenz führt einen Biobetrieb in Willich. Sie hält Tiere und betreibt Ackerbau. Klar tut sie auch was für die Artenvielfalt, genauso wie die konventionellen Höfe auch. Die Probleme der Bauern sind im Detail auch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Aber im Großen und Ganzen müssen Landwirte heute eine ganze Menge beachten. Die Düngeverordnung greift, es muss weniger gedüngt werden und man wird ein wenig weniger ernten. So, und das hat das Ganze fast zum Überlaufen gebracht. Die Preise sind relativ eng, man muss intensiv wirtschaften, um dann überhaupt noch für seine Familie was überzuhaben. Das ist, glaube ich, denen ihre große Angst auch davor. Genau, da ist die große Sorge. Nicht die Auflagen zu erfüllen oder was zu machen. Das sind ja auf jeden Fall bereit zu, aber halt einfach die Angst davor, die Existenz zu verlieren. Darüber sprechen die Mitglieder unseres Arbeitskreises Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz mit den Landwirten. Und auch Sprecherin Bianca Winkelmann steht ihnen Rede und Antwort. Zu vielen Themen, zum Beispiel Tierwohl. Wir haben im Frühjahr ein großes Werkstattgespräch bei uns im Landtag geführt als CDU-Landtagsfraktion. Und da ist uns ganz klar mit auf den Weg gegeben worden, wir sind bereit, als Landwirte unsere Tierhaltung umzustellen. Aber sagt uns bitte die verlässlichen Rahmenbedingungen dafür. Wenn wir in einen Stall investieren, dann müssen wir genau wissen, dass dieser Stall auch in 10, 15 Jahren eben noch den normalen Standards entspricht, die die Gesellschaft und die das der Gesetzgeber sozusagen fordert. Nachhaltigkeit. Das große Stichwort ist in dem Bereich zum Beispiel Agrarumweltmaßnahmen. Wir müssen auch in der Neuausrichtung der GAP, der gemeinsamen Agrarpolitik, dafür sorgen, dass eben sowohl der produzierende Landwirt genügend Mittel zur Verfügung bekommt, damit wir weiterhin bezahlbare Lebensmittel in Deutschland haben. Auf der anderen Seite müssen wir eben sehen, dass wir zum Beispiel über Agrarumweltmaßnahmen Maßnahmen ergreifen, die eben die Biodiversität in unserem Land fördert. Düngemittelverordnung. In Nordrhein-Westfalen wird jetzt erstmal ganz genau geschaut, woher stammen überhaupt die Belastungen im Grundwasser? Sind es tatsächlich immer die landwirtschaftlichen Betriebe? Und wenn nicht, dann dürfen auch die Landwirte nicht dafür bestraft werden, dass letzten Endes die Grundwasserkörper zu viel Nitrat aufweisen. Das ist der eine Punkt. Zum anderen muss man eben auch genau schauen, wie viele Nährstoffe kommen in einem Betrieb zustande und wie viele Nährstoffe gehen raus und wie viele Nährstoffe werden auf den Feldern verwertet. Das ist ein ganz großer, wesentlicher Punkt, wo wir sagen, wir lassen die Landwirte mit der Umsetzung der Düngemittelverordnung jetzt nicht im Regen stehen, sondern wir stehen an deren Seite und versuchen eben über die Binnendifferenzierung praxisnahe und umsetzbare Möglichkeiten zu finden. Es ist in unser aller Interesse, die Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen, indem wir die Debatten sachlich führen, im Gespräch bleiben, den Landwirten die Anerkennung geben, die ihnen zusteht und auch als Verbraucher bereit sind, unseren Beitrag zu leisten.